Und wenn wir schon mal von Mäpfchen sprechen, können wir auch gleich loslegen. Eine Stunde habe ich ungefähr noch. Ich glaube mal, hier werde ich fertig mit dem. Vielleicht fangen wir heute sogar noch mit Dark Doom an. Weil ich dachte, ich will ja hiervon erstmal nur eine Episode aufnehmen. Erstmal, mal gucken, wie gesagt, vielleicht mache ich dann später noch weiter. Jetzt erstmal nur eine Episode, weil ich es halt schön finde. Genauso wie ich auch von Dark Doom erstmal dann nur eine Episode aufnehmen werde. Und mal schauen, vielleicht werde ich dann nach und nach weitere aufnehmen. Ah, das ist meine persönliche Lieblingsmap von all denen. Weil ich hier die Architektur sehr schön finde, also diese Gestaltung von den Gängen und sowas. Ich meine, ist ein bisschen verwinkelter, würde sagen schwerer, aber jetzt nicht so, dass es unmachbar ist. Aber es ist von der ersten Episode schon eine der schwersten. Ich darf nicht vergessen, dass ich hier immer in Ultraviolet spiele. Ich gehe von zu echt viele Risiken ein. Dankeschön. Das war jetzt gerade eine Verschwendung. Egal. Naja, bringt das mal selber um. Die haben ja manche Sachen auch recht kopiert. Also das mit diesen Wasserwellen, okay, jetzt gerade nicht. Aber die Wasserwellen, die gerade kamen, das haben sie 1:1 von Doom kopiert. Also Quatsch. Von Brutal Doom kopiert. Oder aber Brutal Doom hat es von denen kopiert. Oder aber beide, also sowohl Brutal Doom als auch Doom Remake 4, haben es von jemandem Dritten geklaut. So viele Möglichkeiten. Ist das gläubig? Sollte gläubig werden. Naja. Na komm. Oh. Ich dachte schon, ich müsste sterben. So. Haben wir. Haha. So. Alter, das ist ganz ehrlich. Ich meine, ihr seht ja, wie ich spiele. Ich wasche hier praktisch durch. Und wenn ich mal bedenke, dass das Ultraviolence ist, also der letzte faire Schwierigkeitsgrad, weil es gibt zwar noch Nightmare, aber ich sag mal so, der ist nicht umsonst anders von der Struktur. Weil das ist praktisch das, nur in unfair, will sagen, die Monster respawnen nach einer Zeit. Von daher ist das für mich kein Schwierigkeitslevel, sondern einfach nur noch eine, ja, ist halt nicht mehr. Also von den normal ist halt die 4 und deswegen spielen halt die meisten Leute, inklusive mir, maximal bis hier, wenn sie halt wirklich schwer spielen wollen. Weil wie gesagt, von der Schwierigkeit her als solches sind die beide identisch. Wenn ich mir bedenke, dass ich das jetzt hier mittlerweile spiele und einfach hier durchwasche, wie so ein kleiner Kittifatz, ist, ich meine, wow. Vanilla Doom ist so leicht,
Vor allem, man kann jetzt sagen, ja klar, du kannst ja auch jetzt Strafe mit der Maus spielen, konnte man früher nicht. Konnte man früher auch schon. Die meisten haben es zwar nicht genutzt, weil sie früher noch keine Maus hatten, weil früher hatte halt noch kaum jemand eine Maus, aber man konnte auch schon Vanilla Doom mit Maus und Strafe spielen. Und ich habe es auch damals gespielt, auf meinem ersten Laptop, auf dem ich halt Doom gespielt hatte. Da hatte ich dann über PS2, war das damals noch. USB gab es damals ja noch nicht, also gab es damals zwar schon, mein Laptop hatte aber noch kein USB. War also damals noch kein Standard, sondern halt wirklich rare Erweiterung. Und da habe ich halt wirklich mit der PS2-Tastatur an, PS2-Maus angeschlossen und dann wirklich die Taste unbelegt und mit WASD gespielt. Wobei ich habe damals glaube ich gar nicht mit WASD gespielt, das kam erst später, als dann die ersten kommerziellen Spiele kamen, die WASD benutzten. Ich hatte damals irgendwie eine andere Belegung gehabt. Ich weiß gar nicht mehr, was war das? Hatte ich damals YXC genutzt? Also mit S denn? Ja, ist schon so lange her. Müssen wir mal gucken. Ich habe meine alten Dateien alle noch irgendwo rumliegen. Nee, aber wie gesagt, hatte ich dann schon damals mit Strafe und so gespielt. Ja, und von daher konnte man es auch früher schon. Nur halt, mangels Maus hatten halt viele nicht. Sondern haben dann halt wirklich mit den Pfeiltasten klassisch so gespielt. Also hoch und runter ging ja damals nicht. Es ging ja nur so. Deswegen, weil das mit hoch und runter, also ne, zeige ich jetzt lieber nicht, nicht das Spiel abschützt, weil ich ja hier mit Effekten arbeite. Aber Streifen und so ging auch schon früher und ich habe es damals genutzt und wie gesagt, ich habe damals auf meinem Laptop hatte ich immer maximal mit dem zweiten Schwierigkeitslevel gearbeitet. Das war für mich schon schwer. Und jetzt bin ich auf dem schwersten Schwierigkeitslevel und wasche hier einfach durch. Das ist schon. Man wächst halt mit seinen Aufgaben, ne? Wobei ich auch Ewigkeiten nur die Scherbe hatte. Die wirkliche Vollversion bekam ich persönlich erst viel, viel später. Wobei ich auch zugeben muss, Doom hatte ich damals gar nicht so legal erworben. Also genau genommen hatte ich Doom damals gar nicht legal erworben. Wobei ich mir dann Ultimate Doom und Doom 2 tatsächlich legal erworben hatte. Und mittlerweile habe ich halt auch TNT und Plutonia. Einfach deswegen, weil mittlerweile, ich weiß gar nicht seit wann, aber Doom läuft ja mittlerweile als Abnormware. Heißt also praktisch als wahre Iman. Als geschichtlichen Teil der Spieleindustrie kostenlos runterladen darf, weil es offiziell nicht mehr supported wird. Ja, ist halt dieses Abnormware und damit darf man sich mittlerweile legal im Internet runterladen und dadurch habe ich auch Plutonia und TNT. Aber Doom Ultimate und Doom 2 hatte ich mir damals echt legal zugelegt. Ich würde sagen, ich persönlich habe es nicht gekauft. Aber ich habe es von einem in meiner Oberschule damals, wo ich angefangen hatte, denn so mit ja, mich für Retro-Hardware zu erfreuen, weil als ich halt schon in der Oberschule war, da gab es dann halt schon sowas wie Counter-Strike und sowas. Und daran hatte ich halt persönlich nie Interesse und kam darüber dann mit dem Klassenkamerad in Gespräch. So, wir müssen jetzt zum Roten da hinten. Und kam dann mit dem Klassenkamerad in Gespräch, dass ich ja eher so eine älteren Spiele spiele. Damals war dann auch Minecraft ganz modern, also war da, als es mit Minecraft erst losging. Ja, und darüber hatte mir dann der Kollege, der Klassenkamerad seine Doom-Version vermacht. Und damit, dass er es mir geschenkt hat, sprich also er seine Besitzrechte abgegeben hat und mir übertragen hat, habe ich es damit komplett legal erworben. Ja, ich meine gut. Hätte ich gar nicht machen müssen, weil gesagt, es wurde jetzt mittlerweile sowieso als Abnormware released, aber das war damals schon cool für mich. Weil Internet hatte ich damals noch nicht, was halt einfach daran lag, dass in meiner Familie Internet erst sehr spät kam. Und dementsprechend konnte ich natürlich solche Sachen nicht aus dem Internet beziehen. Ich meine, viele hätten gesagt, yo, fuck it, und da ist mir einfach illegal im Internet runter.
ging damals nicht auf der Greifen bei mir noch nicht, weil wir hatten kein Internet. Und deswegen hatte ich halt nur diese Shareware-Version. Und kannte zwar Doom 1, also das, was ich jetzt gerade spiele, die erste Episode, ist praktisch das, was man als Shareware hatte. Und ab Version 2 braucht man die Vollversion, um das spielen zu können. Wobei diese Spieledaten auch gar nicht auf dem Nachträger enthalten waren von der Shareware. Heißt also, die Shareware-Version war tatsächlich kleiner. Hatte den Vorteil, dass wir auch zwei Disketten gepackt hatten damals. Ja, Disketten. Und ja. Das war halt die Version, die ich halt bis zu meinem Oberschulleben nur kannte und ewig durchgespielt hatte. Aber wie gesagt, immer nur auf den ersten beiden Schwierigkeitsleveln. Und auch da war von Durchspassen eigentlich keine Rede. Jetzt mittlerweile, wo ich richtig erfahren bin mit Doom, ich meine, ich wieder gute Doom, alle möglichen Maps, spiele jetzt auch richtige Map-Packs. Da ist jetzt mit Doom vor Doom und sowas alles schon eine Herausforderung, aber gerade weil ich halt an diesen Dingern wachse, ist Vanilla Doom für mich echt Solarifari. Gut, ich habe alles. Genug gequatscht habe ich auch, dann würde ich mal sagen, das war's. Und hab schön noch am Ende noch ein Schuss passiert, war da klar. So, so viel zu meiner Geschichte. Oh, wir sind im letzten Level. Oh, wir haben gar nicht zwischendurch gespeichert. Auf das Glück bin ich nicht abgekratzt. Habe ich so viel gequatscht, dass ich gar nichts mehr speichern kann. Na gut, dann würde ich mal sagen, auf zum nächsten Level irgendwann mal.